gestalten wir unsere Tische und Stühle mit Füllflächen, indem wir diese braun einfärben. Aus dem 2D-Zeichnen-Bereich unserer Action Bars finden wir unter anderem das Werkzeug Füllfläche. Wenn wir das aufgerufen haben, erhalten wir zwei Menüs, bei welchem wir im großen Menü den farbigen Knopf der Eigenschaften aufrufen. Denn im RGB-Farbanwahlmenü haben Sie die Möglichkeit, über Farbname aus der Farbliste eine Farbe auszuwählen. Sie können aber auch die Palette erweitern, um über den Farbverlauf und Transparenz-Dialog eine passende Gestaltung der Möbel einzustellen. Wir nutzen hier einen einfarbigen Farbverlauf, welchen wir hier einstellen können. Bei dieser Farbe hier stellen wir die Farbe Braun ein, und zwar aus der RGB-Farbanwahl, welche hier wieder erschienen ist, wählen wir aus der Farbnameliste die Farbe mit der Nummer 14. Mit OK wird die Einstellung hier bestätigt. Dann werden wir noch die lineare Schattierungsvariante nutzen, diese aber ein wenig drehen, und zwar um 35 Grad. Wenn wir das eingestellt haben, geht es auf OK und die Farbe wird eingebaut. Entweder manuell, indem man diese Punkt für Punkt nachfährt, die Konturen, oder automatisch, indem man diese Konturen ausfüllen lässt. Wir werden das Automatische nutzen, dabei muss noch in den Eingabeoptionen-Menü die Polygonisierung richtig eingestellt werden. Hier vorne sollte die Einzelfläche eingestellt sein, da wir jede Fläche einzeln nachfahren. Das Häkchen der Polygonisierung sollte gesetzt sein. Und dort aktivieren Sie am besten die Bezugspunkteingabe zum grundsätzlichen Nachfahren. Aber außerdem ist hier noch die Flächensuche einzuschalten, mit welcher die Fläche automatisch nachgefahren werden kann. Die Flächensuche wird gerne mit einer Inselerkennung kombiniert, was wir hier auch so stehen lassen können. Inselerkennungen schaltet zum Beispiel bei der Kolorierung einer Südfassade. Inselerkennung spart zum Beispiel bei der Kolorierung einer Südfassade die Fenster aus der Fassadenfarbe aus. Wenn wir also dann die Flächensuche haben, klicken wir in die jeweilige Fläche rein und diese wird nachgefahren. Und dies erledigen wir auch noch für die anderen Flächen, der Stühle und des Tisches. Nachdem Sie jeweils dort hineingeklickt haben, wurden diese Konturen nachgefahren, mit unseren Farbeinstellungen ausgefüllt. Beschließen wir das Ganze mit Escape, um das Werkzeug zu beenden.